Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sprechen wir über die Torwartsituation beim 1. FC Köln, denn in der letzten Woche gab es da ja jede Menge Diskussionen und viele haben mich auch gefragt, Niklas, was ist denn deine Meinung dazu? Und ich habe ganz klar schon gesagt, da muss ich ein Video zu machen, um das wirklich zu verpacken. Und natürlich ist jetzt auch eure Meinung gefragt. Was sagt ihr zu diesem Thema? Schreibt es in die Kommentare, bin da sehr gespannt. Auf welcher Seite ihr vielleicht steht, denn es ist ja mittlerweile schon so, dass viele auf Team Urbig sind oder Team Schwäbe und deswegen, wie gesagt, bin ich da sehr auf eure Meinung gespannt. Ja, wir müssen allerdings jetzt gerade mal eine kleine Zeitreise machen, denn wir gehen wieder in den Sommer 2024, wo der 1. FC Köln ja bittererweise abgestiegen ist. Und da war ja auch ganz klar, Jeff Jabot und Marvin Schwäbe waren die zwei stärksten Spieler, wenn man vom Abstieg starke Spieler nennen kann, aber die zumindest immer gekämpft haben, die zumindest immer auch alles gegeben haben für den Verein. Und deswegen war auch für mich klar, Marvin Schwäbe sowie Jeff Jabot werden nicht zu halten sein. Die werden wahrscheinlich ihre Angebote haben und auch dann in dem Fall den Verein verlassen. Bei Jeff Jabot war es ja auch wirklich so, dass er dann am Ende gegangen ist zum VfB Stuttgart. Und bei Marvin Schwäbe war es so, dass er eine Ausstiegsklausel hatte, wie 4,5 Millionen beträgt hat. Und irgendwie lief sie am Ende aus und Marvin Schwäbe war immer noch da. Und das Transferfenster war zu Ende und Marvin Schwäbe war immer noch da. Und Marvin Schwäbe hat ja auch ganz klar gesagt gehabt, bevor das Transferfenster geöffnet war und der FC abgestiegen ist, war er ja einer der Ersten, der gesagt hat, ich gehe nicht in die zweite Liga mit, ich werde den Verein verlassen. Und war sich da ja eigentlich schon auch sehr sicher, dass er den Verein verlassen wird. Und auf der anderen Seite kam ein Jonas Urbig, frisch aus Fürth, und der hat wirklich eine sehr gute Saison gespielt, hat in Fürth wirklich klasse gehalten und kam dann sozusagen von der Leihe zum FC zurück. Und da war natürlich für alle klar, Jonas Urbig, wenn Marvin Schwäbe nicht mitgehen möchte, dann ist Jonas Urbig unsere neue Nummer 1. Und da sind ja auch alle Fans voll begeistert gewesen. Alle Fans haben gesagt, Jonas Urbig, ne, der hat so geil gehalten in Fürth. Der hat eine richtig gute Saison gespielt, wenn er das auch in Köln zeigen kann. Und er ist noch so jung und talentiert und ist der talentierteste Torwart in der zweiten Liga. Und das ist richtig klasse. Und da waren wir richtig euphorisch. Dann war das Problem, dass Marvin Schwäbe, wie gesagt, keinen neuen Verein gefunden hat. Und da habe ich schon gesagt gehabt, eigentlich ist das echt der größte Mist. Eigentlich ist das für alle Parteien Mist, für alle Parteien eine Lose-Lose-Situation. Ja, für Marvin Schwäbe, weil er auf der Bank sitzen wird, weil Jonas Urbig nun mal jetzt die Nummer 1 ist beim FC und gleichzeitig für den FC auch nicht so gut ist, weil eben, sie keine Ablöse generieren können. Und wenn Marvin Schwäbe 34 Spiele auf der Bank sitzt, sage ich jetzt mal, dann ist auch, dem FC nicht geholfen, denn somit verliert Marvin Schwäbe ja auch immer mehr Marktwert. Und auch für Jonas Urbig ist die Situation nicht so gut, weil Marvin Schwäbe natürlich lange schon beim FC gespielt hat, war die Nummer 1. Und klar ist auch, sobald der erste Fehler passiert für Jonas Urbig, werden auch vielleicht die Vereinzelten wieder sagen, hättest du mal besser Marvin Schwäbe die Nummer 1 gelassen. Und genauso war es ja dann auch tatsächlich, dass das erste Zweitligaspiel anstand gegen den Hamburger Sportverein. Und da ist ihm dann direkt bei 50.000 Zuschauern ein Fehler unterlaufen, was am Ende auch ein Gegentor noch hinwegzog oder passierte. Und da waren schon die Ersten, die dann gesagt haben, Marvin Schwäbe muss doch die Nummer 1 sein. Und das war natürlich sehr, sehr suboptimal, muss man sagen. Allerdings war ich ja da auch und bin da jetzt, heute steht da immer noch zu, dass ich da halt gesagt habe, aber Jonas Urbig verzeihe ich eher im Fehler, genauso wie ich einen Downs und Julian Pauli eher im Fehler verzeihe, als zum Beispiel ein Luca Waldschmidt, als zum Beispiel ein Marc Uth oder als zum Beispiel auch ein Marvin Schwäbe, der nun mal seine Erfahrung hat und der das nun mal haben muss. So, und natürlich weiß Jonas Urbig auch, dass er diesen Ball halten oder nicht, dass er diesen Ball haben muss gegen den HSV, das weiß er. Und er wird sich da schon auch geärgert haben und mehr als wir wahrscheinlich. Und deswegen, und danach hat ja Jonas Urbig eigentlich keinen wirklichen Fehler mehr gemacht. Also er hat natürlich auch nicht die unhaltbaren Dinger gehalten, aber er hat trotzdem solide gehalten. Also es war jetzt nicht, dass ich jetzt sage, oh, da musst du aber jetzt über einen Torwartwechsel sprechen. Deswegen, also es war eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben trotzdem natürlich zu viele Gegentore kassiert. Das habe ich ja auch
sehr oft kritisiert und da war aber nicht für mich Jonas Urbig schuld, sondern ganz klar die Abwehr. Ganz klar Jan Thielmann, der nicht Rechtsverteidiger ist, wo ich auch Gerd Struber kritisiert habe für, ja. Und wie gesagt, man hat auch gemerkt, dass ein Timo Hübers eben nicht so diese Führungsposition hat, ja, gerade was dann eben in der Innenverteidigung angeht. Und das hat man dann später besser gemacht, wie wir aber später noch im Video drauf eingehen werden. Und dann kamen aber so nach und nach so ein paar Gerüchte rein, Bayer 04 Leverkusen zum Beispiel und auch der FC Bayern. Und da habe ich ja auch noch gesagt, na ja, mal abwarten, ne? Also Gerüchte sind normal, gerade in dem jungen Alter, da schaut jeder Verein drauf, das ist klar, der FC schaut ja auch beim FC Augsburg, was läuft da so rum, ja, das ist normal. Und dann hat aber der Berater von Jonas Urbig auch gesagt, dass er erstmal den Vertrag nicht weiter verlängern wird. Und Jonas Urbig hat dann eben auch nochmal gesagt, dass er nächstes Jahr auf jeden Fall in der Bundesliga spielen möchte. Und das hat natürlich noch mehr die Ermüter erhitzt oder auch dann viel mehr auch dann Fans gesplittet, muss man sagen, ja. Dass viele Fans gesagt haben, okay, ganz ehrlich, dann soll Jonas Urbig im Tor sein. Und dann kam, wie gesagt, das DFB-Pokalspiel. Und da wurde dann so begründet, dass man gesagt hat, Marvin Schwäbe hat sich professionell verhalten, Marvin Schwäbe hat gut mittrainiert und deswegen hätte es Marvin Schwäbe verdient gehabt, auch im DFB-Pokal jetzt mal im Tor zu stehen. Und das konnte ich auch nachvollziehen in einer gewissen Art und Weise, weil man hat das ja auch mit Timo Horn zum Beispiel gemacht, dass man auch da gesagt hat, hier Timo Horn ist unser Pokaltorhüter und das gleiche hätte ich auch vollkommen verstanden, wenn man das auch mit Marvin Schwäbe so gemacht hätte, dass man gesagt hat, hier Marvin Schwäbe ist unser DFB-Pokaltorhüter, sag ich mal. Aber auch da hatte ich schon so einen fiesen Beigeschmack, da ich gedacht habe, naja, was ist denn, weil die Gerüchte kamen ja und es war ja auch schon da so der Fall, dass viele gesagt haben, ich wurde ja auch im Stadion angesprochen und wurde dann gefragt, ey, was sagst du eigentlich? Bist du Team Schwäbe oder Team Urbig? So, und ich war eigentlich bis dahin immer Team Urbig, sag ich mal, weil ich gesagt habe, ich will, dass der Junge sich entwickelt, ich will, dass er irgendwann mal wichtig wird für uns und wie gesagt, ich habe bei ihm ja auch und sehe es auch immer noch, Riesentalent in ihm, ja, und deswegen fand ich es auch die richtige Entscheidung, weiterhin auf Urbig zu setzen. Und wie gesagt, und wenn er mal einen Fehler macht, dann bin ich immer einer, der dann auch verzeihen kann. Natürlich in der Situation ärgere ich mich, aber ne, es ist dann, wie gesagt, einfacher, einem Jüngeren es zu verzeihen als einem Älteren. Naja, auf jeden Fall im DFB-Pokal hatte ich dann eben schon so gedacht, naja, was ist denn, wenn Marvin Schwäbe ja gut hält, ja, und am Ende hast du dann wieder das Problem, dass du dann sagst, okay, Jonas Urbig ist noch sehr jung, macht noch ein paar Fehler, Marvin Schwäbe hat aber jetzt auch gut gehalten, was machen wir jetzt? So, und dann ist es natürlich noch dazu gekommen, dass man das System verändert hat. Und man hat auf eine Dreierkette umgestellt und man hat einen erfahrenen Dominik Heinz eingewechselt, oder eher gesagt reingetan, und Julian Pauli auf die Rechtsverteidigerposition gepackt und Jan Thielmann weiter nach vorne gesetzt, genauso wie auch ein Lead Paccarada. Und somit ist dann Dominik Heinz, Timo Hübers und Julian Pauli die Dreierkette gewesen. Und ich finde, weil man hat im DFB-Pokal gemerkt, die Abwehr ist stabiler gewesen, auch natürlich durch Schwäbe, weil Schwäbe ja auch eine Ruhe reinbringt und auch so eine Aura hat, sagt man jetzt mal, sagen wir jetzt mal. Und natürlich auch das Spiel beruhigt, ne, weil ein Schwäbe ist erfahren, aber das war ja auch am Anfang der Saison klar. Und darauf hat man ja erstmal verzichtet, weil man den jungen Jonas Urbig reinbringen wollte und eben entwickeln wollte. Naja, auf jeden Fall war das Spiel dann sehr, sehr beruhigend, sehr, sehr gut, muss man wirklich sagen, stabil stand man, aber man muss auch da sagen, Marvin Schwäbe hatte jetzt nicht so viel zu tun, dass man jetzt sagt, boah, der hat uns hier den Pokal gerettet, das muss man ja auch sagen, das muss man auch dazu sagen, und was ich viel wichtiger fand, war nicht, dass Marvin Schwäbe im Tor war, sondern dass diese Dreierkette da war, dass ein Dominik Heinz da war, denn auch der bringt durch sein Alter, durch seine Spiele, die er gemacht hat, auch in der zweiten Liga, Erfahrung mit und ich glaube, das hilft auch Timo Hübers, dass er eben nicht der Einzige da ist, der Erfahrung hat, sondern eben noch einen dabei hatte. Das war ja bei Jabot ja genauso, ja, Jabot und Hübers, das war perfekt, weil beide sich da sehr gut zusammen und ich glaube auch, dass das mit Dominik Heinz der Fall sein wird, dass man da einfach auch einen guten Partner jetzt gefunden hat und mit Julian Pauli einen hat, der natürlich auch die Rechtsverteidigerposition sehr, sehr gut macht. Natürlich passieren ihm auch Fehler, gar keine Frage, wie gegen Darmstadt zum Beispiel. Da musste er auch oft Lehrgeld bezahlen, aber ne, deswegen, da hast du einfach einen weiteren wichtigen Spieler, der auch eben Erfahrung mit sich bringt. Und dann war eben das so, dass du dann eben diese Situation hattest. Ja, jetzt hast du dann nicht als 1. FC Köln gesagt,
Ja, Marvin Schwäbe war jetzt nur unser Pokaltorhüter. Nein, sondern du hast auf die Fragen dann, ja, keine Antwort gegeben, sondern du hast dann erstmal die Frage offen gelassen. Und das war meiner Meinung nach schon ein Fehler, weil, wie gesagt, du hättest ganz klar sagen können, ja, das stimmt, Marvin Schwäbe hat gut gespielt und wir überlegen es uns. Dann wäre wenigstens, ja, hätten wir wenigstens gewusst, okay, anscheinend ist Jonas Urbig dann doch nicht mehr so wichtig. Zumal natürlich dann auch die Gerüchte noch mehr kamen mit Bayer 04 Leverkusen, mit FC Bayern, weil anscheinend scheint ja dann was dran zu sein. Weil wenn du ganz klar von dem Weg von Jonas Urbig überzeugt bist und ganz klar sagst, das ist unsere Zukunft, dann hältst du ja normalerweise an den Keeper fest und gibst ihm ja weiter Selbstvertrauen. Denn klar ist auch, dass einem Jonas Urbig es nicht geholfen ist, wenn du jetzt, sag ich mal, ihn rausnimmst. Weil, ne, ein junger Spieler muss spielen, das ist ganz klar. So, auf jeden Fall gegen Berlin war es dann am Ende auch dann so, dass Sky es berichtet hat. Also auch da hat der Verein nicht offiziell ganz klar gesagt, hier, unser Keeper ist jetzt Marvin Schwäbe. Nein, sondern man hat es erst von Medien erfahren, dass ja beim FC ein Torwartwechsel ansteht gegen Hertha. Also das fand ich auch sehr, sehr schade, dass man das auch wieder nur über die Presse erfahren hat und nicht vom 1. FC Köln. Und am Ende war es ja dann auch so, dass Marvin Schwäbe gespielt hat. Und auch da hatte Marvin Schwäbe zwar jetzt nicht viel zu tun, aber er hat das, was er halten musste, hat er gehalten. Trotzdem muss man auch da sagen, war es meiner Meinung nach auch ein Verdienst der Abwehr. Also ich fände es ungerecht gegen Jonas Urbig, jetzt zu sagen, er siehste, Marvin Schwäbe spielt zweimal und schon halten wir zweimal die Null. Ich würde schon auch sagen, dass die Abwehr und der Systemwechsel definitiv eine Rolle spielt. Und natürlich bin ich jetzt auch der Meinung, dass man jetzt Marvin Schwäbe erstmal im Kasten lassen muss. Denn diese Gerüchte mit Leverkusen, mit Bayern, die werden jetzt nicht leiser sein. Das wird auch einem Jonas Urbig natürlich gedankenmäßig machen. Vielleicht ist es da auch schon weiter fortgeschritten, dass Jonas Urbig wirklich uns verlassen wird im Sommer. Das weiß man alles nicht, aber auch das macht natürlich ein junger Spieler was mit sich selbst. Ne? Also er ist ja dann nicht mit klarem Kopf beim 1. FC Köln. So, und deswegen muss man jetzt auch sagen, man hat sich jetzt für Marvin Schwäbe entschieden. Und von daher muss man dann auch den Weg weitergehen. Das ist meine Meinung. Denn wie gesagt, es wäre jetzt nicht richtig, wenn man jetzt gegen Fürth auf einmal wieder Jonas Urbig spielen lassen würde. Weil dann versteht man es nicht so ganz. Also erst entscheidest du dich für Jonas Urbig, dann für Marvin Schwäbe. Und dann spielt er zwei Spiele, spielt eigentlich ganz gut. Ja, auch wenn das System natürlich auch eine Rolle spielt. Und dann auf einmal gegen Fürth spielt Jonas Urbig. Das würde keinen Sinn machen. Also man muss jetzt schon dann auf Marvin Schwäbe setzen. Und da muss man eben im Winter wirklich gucken, wie sieht's mit Jonas Urbig aus, was ist gerüchtemäßig dann doch dran. Vielleicht unterschreibt er ja dann doch einen Vertrag beim FC. Und dann muss man halt schauen, gerade was dann auch Testspiele angeht, wer setzt sich dann durch. Dann würde ich im Winter einen offenen Kampf machen, einen offenen Kampf, man muss es so sagen, einen offenen Kampf um die Torwartposition. Und das, was Gerhard Struber dann überzeugt hat, wer dann Gerhard Struber überzeugt hat, spielt dann die Rückrunde und ist dann auch offiziell die Nummer 1. So, und aber erstmal würde ich tatsächlich Marvin Schwäbe wieder ranlassen, denn es würde, wie gesagt, keinen Sinn machen, wenn man jetzt Jonas Urbig auf einmal wieder bringt. Also deswegen, aber ich bin da natürlich sehr auf eure Meinung gespannt, weil es ist eine sehr, sehr schwierige Situation, die man ja am liebsten im Sommer schon anders sich vorgestellt hat und auch anders gedacht hat, muss man ja wirklich sagen. Aber es ist eben schon sehr, sehr schwierig. Und da bin ich sehr auf eure Meinung gespannt. Die Meinungen werden garantiert auch geteilter Meinung sein. Da bin ich sehr, sehr überzeugt von. Aber bin natürlich sehr gespannt. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen möchtet, dann abonniert auch gerne diesen Kanal. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ich verabschiede mich. Bis dahin, macht's gut. Danke für euren Support. Bis dahin, macht's gut. Euer Niklas. Und ciao.